Jetzt zeige ich euch unser Bedienpanel und da gehen wir einfach mal alle Funktionen durch. Hier auf dem Dashboard sieht man eine grobe Übersicht, das heißt, wir haben schon mal die ersten Informationen zum Fahrzeug. Wir haben verschiedene Zonen, wie auch in der Hymer Connect App. Und da gehen wir einfach mal die einzelnen Bereiche durch. Hier kann man direkt die 12-Volt-Anlage ein- und ausschalten. Immer das, was hell ist, das zeigt uns an, dass es gerade aktiv ist. Das heißt also, hier sehen wir auch, dass bereits die 230-Volt-Steckdose verbunden ist. Und wir könnten von hier aus auch die Wasserpumpe aktivieren. Das muss sein, wenn man die Toilette benutzen möchte oder auch die Wasseranlage. Dann haben wir verschiedene Bereiche. Einmal den Wohnbereich. Hier im Wohnbereich können wir das Licht ein- und ausschalten, können es auch dimmen. Wenn wir in den Privatbereich schauen, sehen wir einmal die Beleuchtung. Die können wir hier einschalten. Dann haben wir die obere Lichtleiste vom Dach beleuchtet und können die natürlich dann auch dimmen. Und wir haben das Schlafdach selber. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Härte der Matratzen einzustellen, individuell. Wir haben zwei Teile, links und rechts. Hierzu kann man 5 Stufen wählen. Wenn es einem zu hart ist, macht man eine kleinere Stufe rein. Wichtig hierbei ist aber, dass man sich nicht auf der Matratze befindet, wenn man die Härte anpasst. Und natürlich können wir von hier aus auch das Dach ein- und ausfahren. Dann gibt es noch die Installation. Hier können wir alles steuern, was wir aktivieren möchten im Fahrzeug. Zum Beispiel die Heizung. Hier sogar die Möglichkeit, elektrisch zu heizen mit den Heizstäben. Dann haben wir die Klimaanlage, die wir von hier aus steuern können. Das geht über die Fernbedienung oder dann übers Display oder über die App. Wir haben die Möglichkeit, auch hier nochmal den 12-Volt-Schalter ein- und auszuschalten. Dann können wir hier den Boiler einschalten. Ganz wichtig, bevor wir den Boiler einschalten, muss er befüllt werden. Jetzt können wir ihn einschalten und können sagen, wir möchten Eco 40 Grad warmes Wasser oder heiß 60 Grad warmes Wasser. Dann haben wir die Wasserpumpe. Auch die können wir hier nochmal separat aktivieren oder deaktivieren. Dann gibt es noch die Fahrzeugdetails. Es gibt die Wasserversorgung, es gibt die Elektrizität, wo man verschiedene Informationen erhält. Wir bekommen hier sogar Chassis-Informationen zu sehen, das heißt, wie viel Kilometer hat das Chassis, wie sieht es mit Diesel und NetBlue aus. Wir sehen, ob die Zentralverriegelung geöffnet oder geschlossen ist und wir haben noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Man kann die Sprache ändern, wie man möchte. Man sieht Geräteinformationen, Softwareinformationen. Ja, das wäre unser Display.